Die Abteikirche der Zisterzienserinnen in Oberschönenfeld entstand in nur wenigen Jahren Bauzeit. Der Vorarlberger Barockbaumeister Franz Behr hatte nach dem Neubau der Klosteranlage hier in Oberschönenfeld auch den Auftrag zum Bau der Kirche erhalten. Die damalige Äbtissin Hildegard Meitzner, deren Wappen das Kirchenportal krönt, hatte mit den Schwestern schwere Zeiten hinter sich gebracht. In unserer Chronik steht, als die Schwestern Anfang des 18. Jahrhunderts von einer Flucht zurückkamen, war das Kloster so beschädigt, dass sie ein neues Kloster bauen mussten. Sie haben das allerdings ein Stockwerk höher gebaut als das alte und dadurch war die Kirche kleiner als das Kloster. Das wollten sie aber nicht haben, dass Gott ein kleineres Haus hat als sie. Deswegen haben sie die Kirche abreißen lassen und eine neue Kirche erbauen lassen, die größer ist als das Kloster. Geweiht ist die Kirche, sowie alle Gotteshäuser der Zisterzienserinnen, der heiligen Jungfrau Maria. Allerdings ist die Ausstattung nicht so schlicht, wie es in Zisterzienserkirchen üblich ist. Im Jahr 1723 war der Rohbau der Barockkirche abgeschlossen, die später im Augsburger Rokoko-Stil ausgestattet wurde. Das Thema der Kirche ist die Verherrlichung Gottes in seiner Menschwerdung. Zum Ausdruck kommt das unter anderem in den zahlreichen Fresken. Vor allem das Gemälde über dem Hochaltar, die Anbetung des Lammes, eine Szene aus der Offenbarung, so wie eben diese 24 Ältesten, die da gezeigt werden, das Lamm anbeten, so sind wir also aufgerufen oder berufen, Gott anzubeten, so wie es eben in der Benediktsregel steht. Wir Zisterzienser leben ja auch nach der Regel des heiligen Benedikt. Die Ordensregel des heiligen Bernhard ist zentral für die Zisterzienser. Eine Figur des Heiligen befindet sich hinter dem sogenannten Lettner, der den Nonnenchor von der Laienkirche trennt. Die Figurengruppe, in der sich der gekreuzigte Jesus Bernhard zuwendet, wurde um das Jahr 1500 geschaffen. Und auch das Chorgestühl stammt noch aus der Vorgängerkirche. Es ist schlicht gehalten und wird bis heute von den Schwestern genutzt. Wir sind also im Sommer jeden Tag einige Male hier. Im Winter sind wir in der Hauskapelle, aber im Sommer sind wir in der Früh um 6:30 zur Laudes, zum Morgenlob. Anschließend haben wir Heilige Messe und nach einer kurzen Zeit das Chorgebet der Terz, also das Tagesgebet zur dritten Stunde. Mittags um 12 haben wir Mittagsgebet, um 5:30 die Vesper, um 6:30 die Vigilien, also das Gebet, das früher zur Nacht gebetet wurde, das man jetzt am Abend vorher betet, und um 7:45 die Komplett, das Nachtgebet. Wer möchte, kann mit den Schwestern gemeinsam im Nonnenchor die Heilige Messe feiern und dabei auch einmal den Blick schweifen lassen und die Atmosphäre spüren in einem Raum, in dem seit Jahrhunderten täglich von Zisterzienserschwestern gebetet wird. Das Gotteshaus steht tagsüber allen Besuchern offen und auch hier lohnt sich ein genauerer Blick. Etwa auf das Prager Jesulein am linken Seitenaltar, zu dem es jahrzehntelang Wallfahrten gab, oder auf die Darstellung unserer lieben Frau vom schönen Feld aus dem Jahr 1430. Noch älter ist der Grabchristus direkt neben dem Choreingang. Er stammt aus dem 14. Jahrhundert. Die Abteikirche Maria Himmelfahrt in Oberschönenfeld ist, wie es in einer Chronik heißt, eine stetige Verkündigung der Verbindung zwischen Himmel und Erde. Und sie beherbergt auch den Geist der jahrtausendealten Anbetung Gottes, ganz im Sinne der Zisterzienserinnen.